Gegenläufiges Steigen und Sinken. Tragen und umfassen. Heben bis zur Brust und wenden. Den Himmel stützen. Die Wolken teilen. Wuchi vor die Leisten scannen, die Daumen nach außen drehen, die Handflächen zeigen nach vorn, vorwärts-abwärts beugen, die Arme steigen hinter dem Rücken empor, die Arme sinken lassen, in die Knie sinken, die Arme in die Vorhalte bringen und jetzt die Arme sinken lassen und aus den Knien steigen. Nachspüren. Seitlich der Beine runterscannen. In die Hocke gehen. Die Arme kreisen über die Erde. Tragen und umfassen. Aufrichten. Heben bis zur Brust. Die Hände wenden, den Himmel stützen, die Wolken teilen. Wuchi vor die Leisten scannen, die Daumen nach außen drehen, die Arme sinken lassen, vorwärts, abwärts beugen, die Arme steigen hinter dem Rücken empor. In die Knie sinken, die Arme senken sich und kommen in die Vorhalte. Aus den Knien steigen und gleichzeitig die Arme sinken lassen. Wuchi. Die Hände scannen seitlich an den Beinen runter, in die Hocke gehen, über dem Boden kreisen, tragen und umfassen, aufrichten. Vor der Brust die Hände wenden, den Himmel stützen, die Wolken teilen. Wuchi und nachspüren. In den Körper hineinspüren. Energie fließt frei im Körper. Freies Fließen von Energie beobachten. Den Bauch behüten, die Hände berühren sich nicht, der Bauch wird nicht berührt. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen. In die Mitte spüren, sich im Unterbauch sammeln. Sinken lassen. Sammeln, Hand auf Hand auflegen, die Hände berühren sich, der Bauch wird berührt, die Energie abspeichern, sich in der Mitte sammeln, die Energie zum Ursprung zurückführen. Und die Beine vertreten.